So, unser Mandelcrumble. Zutaten sind auch sehr überschaubar. Da haben wir zum einen Butter, würfelig geschnitten. Die kann ruhig kalt sein. Dann Mandeln fein gemahlen, sogenannter Mandelgrieß. Etwas Mehl, Zucker, wo ich gleich den Zimt mit reingegeben habe. Und eine kleine Prise Salz. Können wir gleich zum Zucker dazugeben. Der erste Schritt ist, dass wir ein Backblech nehmen, den Mandelgrieß gleichmäßig drauf verteilen. Und dieser geht jetzt bei ca. 170, 180 Grad in den Umluftbackofen für ca. 3, 4 Minuten, bis der Mandelgrieß leicht geröstet ist. Jetzt haben wir hier unseren goldgelben heißen Mandelgrieß und den geben wir hier über die Butter. Geben gleich unser Mehl dazu, unser Zucker und jetzt wird das Ganze durchgerührt, sodass es als ein krümeliger Teig entsteht. Am besten, denn die kalte Butter hat den Mandelgrieß so weit dann abgekühlt, dass man wunderbar auch mit der Hand reingreifen kann, ohne dass man sich verbrennt. Das Ganze schön bröcklich durchrühren und dann nehmen wir wieder unser Backblech, nehmen Backpapier, streuen das Ganze wieder hoch, verteilen das Ganze und jetzt geht es wieder in den Ofen für ca. 6 Minuten. Als nächste Komponente von unserem schönen Dessert wollen wir ein Himbeergel zubereiten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.